Was geht, Leute? Willkommen zu Tag 7 insgesamt jetzt schon von meinem Trainingsplan von Kaderboost, den ich voll durchziehe. Und heute haben wir ein Intervalltraining und ich habe mir den Coach dazu geholt. Wir machen es heute zusammen. Warum macht man Intervalltraining so? Was sind die Vorteile davon? Also wir machen das Intervalltraining, um einfach unser kardiovaskuläres System zu stärken. Damit wir nicht nur rausgehen, nur laufen und solche Sachen machen, machen wir es einfach auch hier heute zu Hause. Wir kräftigen unseren Körper, wir bauen Muskulatur dabei auf, sind schnell fertig, brauchen kein Equipment. Ja geil, dann würde ich sagen, fangen wir los. Wir machen es heute mal so, dass ihr mitmachen könnt. Also Sascha Huber 2.0 ist jetzt der Kanal und ja, viel Spaß beim Mitmachen und let's go. Let's go. Erste Übung, Mountain Climber. In 4, 3, 2, 1, umkommen. Sehr gut. Zum Glück noch Stretch, sonst an das Rutsche in der Zeit. Sehr gut. Was kommt als nächstes? Breite Liegestütze. Können wir uns auch hier an der Hand ein bisschen in die Füße reinhauen. Übung beginnt in 4, 3, 2, 1. Hälfte. Pause. Nächste Übung. Jumping Squats. Genau wie beim Warm-up. Durchatmen. Und 3, 2, 1. Hälfte. Sehr gut. 3, 2, 1. 15 Sekunden Pause. Jetzt kommen wir zum Schulterdrücken. Hälfte. Sehr schön. Jetzt machen wir den White Jump. White Jump sieht so aus. Wir machen uns bereit, springen nach vorne und landen hier. 2, 1. Achtung, hier ist sehr rutschig. Das ist unsere Anrichtung. Ja. Genau. Ja. Jetzt kommen wir zur Plank. Machen wir uns bereit, gehen runter. Übung beginnt in 3, 2, 1. Schön halten. Knie strecken. Bauchnabel einziehen. Becken nach oben. Sehr
Hände. Können wir unten bleiben? Jetzt gibt's die engen Diamantliegestütze. 5, 4. Wenn das zu schwer ist, Frauenvariante auf den Knie. Einfach so. Und hier schön runter. Hälfte. Sehr gut. Erste Runde von 4 geschafft. Dann geht's wieder los mit den Mountain Climbers. Die sind immer dreckig. Da schön die Schultern vor die Hände schieben. Und los. Sehr gut. Schieb die Knie wirklich durch die Hände. Hälfte. Pause. Breite Liegestütze. Sehr schön. Und 5, 4, 3, 2, 1. Hälfte. Und Jumping Squats. 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4. Auch hier, wenn du nicht mehr kannst, auf die Knie.
So. Sehr gut, Lukas. Hälfte ist rum. Richtig gut. Wir gehen wieder in Wild Jump. Sehr gut. Alle hören den Timer. Noch 5, 4, 3, 2 und Start. Jetzt gehen wir in die Plank. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Hälfte rum. Und wir bleiben direkt unten und machen nochmal die engen Liegestütze. 4, 3, 2, 1. Hälfte haben wir. So, 5, 4, 3, 2, 1 und kommen.
Hälfte. Und in die Liegestütz. Hälfte. Komm, eine noch. Gut. Jumping Squats. Jumping Squats. Sehr gut. So. 4, 3, 2, 1. Hälfte. Ziel. Und Schulter drücken. Stark. Wide jump. Jetzt gehen wir in die Plank. Schön halten das Ganze. Hälfte rum. Sehr schön. Jetzt nochmal die engen Liegestütze. Hälfte. So.
Noch 10 Sekunden. Meine Füße sind so rutschig. 2, 1. Und Vollgas geben. Einfach Vollgas. Wer jetzt noch Energie hat, komplett raus damit. Schön Gas geben. Hälfte haben wir. Oben Kopf. Und nochmal Gas. 3, 2, 1. Geh in die breite Liegestütz. Und 3, 2, 1. Hälfte. Sehr gut. Macht euch bereit für die nächste Übung. Die Jumping Squats. Die beginnen. 3, 2, 1. Hälfte. Und 5, 4, 3, 2, 1. Ende. Schulter drücken. Machen uns bereit in 4, 3, 2, 1. Sehr gut. 10 Sekunden Pause. Wir gehen in den White Jump. 5, 4, 3, 2. Hälfte. Noch in die Plank. Wir gehen runter in 3, 2, 1. So, letzte Übung. Letzte Übung. Dann haben wir es geschafft. Noch einmal die engen Liegestütze. Nehmt mal die Zahl vor, wie ihr erreichen wollt. 37 Sekunden. Und go. Thank you.
Komm, 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 komm. Jawohl. Ah. Ah. Hui. Jesus. Maria. So Leute, Workout vorbei. Workout vorbei. Workout vorbei. Yes. Wie geht's euch? Ihr habt ja alle hoffentlich mitgemacht. Also ich fand's richtig geil, richtig anstrengend und ja, viel Spaß beim Mittrainieren. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, oder? Nee, ich bin durch. Haut rein und ja, wenn ihr das guckt, warte kurz, dann müsst ihr das auch einmal mindestens trainieren, sonst besucht er euch nachts.